So, machen wir es gleich nochmal so jetzt. In FF10.2 haben sie, glaube ich, dann geändert. Da haben sie, glaube ich, dann im Englischen auch die japanischen Texte genommen. FF10 war ja sowieso das erste FF, wo Sprache drin war. Deswegen ist das teilweise auch ein bisschen komisch mit den Lippensynchronen so gewesen. Aber gut, ich meine, es wird sehr viel über Final Fantasy, das ist auch teilweise gehatet. Teil zum Beispiel halt ist es den Abgang von Final Fantasy und das ist halt schon teilweise schlecht war, finde ich nicht. Es macht sehr viel meiner Kindheit. Habe ich das gerade echt mit einem Sprung getötet? Okay, I'll take it. Und naja, das ist halt so eine Sache. Final Fantasy ist halt wirklich auch sehr viel bei vielen Teilen Geschmackssache, welchen Teil man mag und so. Ich finde jeder Teil für sich, außer der zweite, das ist mein absoluter Hassteil, der zweite, der ist echt kacke. Der ist echt sehr, sehr schlimm. Weil dieses Grind da, das ist mir echt schon zu viel. Dieses dumme Learning by Doing mag ich sowieso nicht. Ach komm, töt mich halt oder so. Der paar Schaden da, den habe ich dann eh kurz weg. Mit einer Münze. So. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich mich hochschießen, glaube ich. Ich muss kurz F5 hier. Sorry, aber das muss gerade mal. War es F7 mit lang? Genau. So, alter Frauen, da könnt ihr schon mal einen hoch machen. So. Ich hatte es aber nicht unbedingt Lust. Ich habe ehrlich gesagt, bei sowas. Einfach cheate ich lieber mit Self-States, als dass ich die ganze Münze nochmal sammle. Weil das ist für den Stream ist das besser und für den Let's Play. Cheater! Ich finde es auch sehr gut. Habe es nie zu 100% geschafft. Da kannst du dich an den Markus 1204 wenden. Wenn du meinen Kanal kennst, da kannst du dich sowieso nicht immer wenden. Er steht bei mir in der Box drinne, in den Partnerkanälen. Da kannst du gerne mal ihn mal anschreiben. Der ist Final Fantasy Nerd. Absoluter. Und der kann dir auch da übelst helfen. Der spielt die Spiele sowas von geil. Der merkt sich das alles. Der ist sowas von ein Nerd. Ne, Chestra? Dass der teilweise alles weiß, ist es echt. Ist es schlimm. Wenn der ein Spiel richtig mag, dann ist der sowas von ein Nerd drin. Ne? So wie ich nur im Mother Nerd bin. Ich meine, der ist auch Mother-Fan. Und der ist selber mehr nerdig in Mother als ich. Also von daher. Keine Ahnung. Ja gut, du bekommst das so. Ich bin doch blöd! Ja! Darf kam dann noch eins hoch. Danke. Ich habe vergessen, meine Flügelkappe anzuziehen. Verdammt! Noch sehr intelligent. So. Castle of Doom. Geh mal weg. Ich hab mit ihm über FF geschrieben. Ich aber sehr viel, weil wir ja beide die Serie mögen und es ist teilweise, ich finde es teilweise ein bisschen, ich weiß nicht, schau mal, wenn du es bemerkst. Es ist teilweise ein bisschen nervig, wenn er der sich so zulabert. Das ist echt ein Nerdwissen teilweise dann. Das ist dann echt sehr, sehr nerdig. Teilweise. Weil, naja. Es ist dann teilweise ist echt ein bisschen sehr nervig, wenn er sich dann wirklich textelang zulabert, was er nicht alles weiß, ist aber auch cool einfach teilweise. Man muss halt auch damit zurechtkommen mit von Text mit Text bei Extra Life mit Texten zugebombert zu werden. Ach ja, übrigens, sag mal, bin ich blöd? Da ist doch eine egal. Übrigens, extra live, ne? Ja, muss ich mal gucken, dann zeige im Moment alles kreuz und quer. Ich spezialisiere mich ja sowieso, was Genres angeht, weil die anderen Genres mir meistens einfach nicht so viel bieten können. Und naja, was das noch angeht, extra live, es ist ja lustig, dass eigentlich ja die extra Leben nicht extra Leben hießen im seither, sondern Versuche. Es das heißt nicht Leben, sondern Versuche von Nintendo. Zumindest von Nintendo of America. Ich weiß nicht, wie es in Japan ist, aber da heißt es nämlich, dass es eigentlich Versuche sind und nicht Leben. Halt von dieser wegen, die bloß sich den Tod erwähnen im Spiel Problematik. Von daher, und ich glaube, ich aktualisiere mal lieber die Kappe nicht, dass ich sterbe. Von daher. So, wir müssen ja auch bald zumindest einigermaßen. Speichern sich halt aber.
Echt mal so weit kommen, dass wir hier die 100 Münzen zusammenkriegen, ey. Das ist eine von den Welten, da hasse ich das, wegen dem ganzen Treibsand, wo du reinfliegen kannst. Ich stell dir vor, ich müsste es blind jetzt, blind streamen, ne? Oder let's playen, nachdem halt. Ich muss immer noch let's playen sagen, das ist echt schlimm. Weil du da echt teilweise Jahre lang gewöhnt bist, ich streame erst seit Januar. Und da ich, verdammt, Jahre lang gewöhnt bist, zu sagen, let's play und so, und dann kriegst du das einfach nicht mehr einfach so aus dem Kopf raus. Ich glaube, Schwester, wenn du mit dem Stream anfängst, wird dir das auch so gehen, glaube ich. Ich hasse das. Natürlich hättest du auch Logi bei den anderen müssen sammeln können. Ja. Hättest du. Ey, ich bin nur so geskillt wie ihr. Das war nicht gut. Naja, ich lebe hier erst seit einem Jahr. Erst. Ein Jahr ist auch viel, mein Freund. Ein Jahr ist auch viel. Ja, ich weiß übrigens, dass man im Stand auch die Flügelkappe anwenden kann. Ein Jahr, das ist heute immer so, ich weiß nicht. Das ist auch, dass ich auch so ein bisschen kritisch, teilweise. Die heutige LP-Szene, die denken halt wirklich, das ein Jahr ist nicht viel und kannst du nicht. Die denken sehr viel weiträumiger. Früher war ein Jahr wirklich halt viel. Wenn ich mal angucke, halt wirklich, Video-Bücher, ja, dann teilweise bedeutsamste Projekte für die Jahre wählt und sowas gewählt hat, der macht ja keine Let's Plays mehr. Wie Hawk LP. Und ja, Kasuri, ich muss sowieso sagen, ich bin sowieso einer. Caruso, ja, doch, Caruso war richtig, verdammt. Was habe ich hier? Ich bin sowieso ja einer der Let's Player, die so ein bisschen so altes Feeling haben möchten, rüberbringen möchten. Damals, als man so jetzt in der Nintendo 64 SNES-Ära, NES-Ära mit, also ich glaube keine Münzen mehr, mit Kumpels gespielt hat, drückt man lieber nochmal F5 claim. Genau, muss ich mal dran denken am Zug. Lass mich zufrieden. Klein, klein, geil. Also nicht immer das Neueste von Neuesten zocken. Nee, dieses Gefühl halt, wenn du halt früher mit deinen Kumpels oder so, mit deiner Familie irgendwas gespielt hast, halt dieses Zusammenerleben von Spielen oder bei anderen zugeguckt hast, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist für mich halt irgendwie so ein nostalgisches Gefühl, so ein, dass man sich ja wirklich wohlfühlt und die Spiele gemeinsam genießt und erlebt. Für sich selber ist halt wirklich immer noch was anderes, als wenn man es mit anderen spielt oder in Streams guckt oder Let's Plays guckt oder so. Es wüsste ich gerne, haben die hier draußen noch Münzen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe hier draußen alle eingesammelt, oder? Das Neueste von Neuesten ist sowieso, ist es so eine Sache. Es gibt wirklich neue Spiele, die sind gut, die auch das Flair von früher rüberbringen. Und Caruso, hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Mich auch interessieren. Apropos, streamst du eigentlich Caruso? Wenn ich, dann kann ich dich eigentlich auch mal followen. Würde mich interessieren. Ich gehe mal erstmal raus in die Mine. In die Mine! In die Mine! Ja, bist du vor allem in Minecraft. Minecraft. Nee, in die Pyramide. Alter. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Nicht, dass die draußen noch ultra viele Münzen werden. Wir haben ja eine 5er Münze ja schon verpasst. Ich hoffe, wir finden noch eine. Nee, ich zocke nur privat und gucke Let's Plays. Ach so, okay. Sind da auch sehr viele. Früher war die Let's Play-Szene, bestand ja früher aus sehr vielen Let's Playern, fast nur Let's Playern und sehr wenigen Zuschauern. Das hat sich ja inzwischen auch gewandelt, dass es sehr viele Zuschauer gibt, fast nur noch Zuschauer und das heißt, jeder Depp Let's Play heutzutage. Im Vergleich gibt es auch sehr viele Zuschauer inzwischen, finde ich. Ich weiß nicht, ob das ist so stimmt, meine Empfindung, aber. Wenn ich mir angucke, dass halt wirklich sehr viele nicht Let's Playen. Ich würde es andersherum sagen, ja? Okay. Sehr viel mehr Let's Player als Zuschauer. Früher war das irgendwie, da hat halt, da wo die Szene wirklich nur klein war, so, dass es früher prozentual mehr Zuschauer als heute gibt. Echt? Wenn du dir überlegst, wie viel damals Mount das angefangen hat.
Und er repeat ja fast jeder Zuschauer selber. Ich lese sehr viel bei Gronkh, dass es sehr viele gibt, die nicht selber Let's Playen. Von daher. Aber Gronkh ist auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Hallo Leben, na komm her. Früher, als das angefangen hat, da waren da wirklich alle Let's Player, dann halt auch die Zuschauer bei anderen gewesen. Und Caruso, ich kann dir übrigens nur ein bestimmtes Lied, ich weiß nicht, ob du Sushimaru kennst, empfehlen. Der hat ein Lied gemacht, das heißt, worum es geht. Und allgemein seine ganzen Lieder mit der Awesome Group, die spiegeln so meine Meinung von Let's Plays wieder, dass das wirklich nur ein Hobby ist. Und dann auch die Meinung von VihoGLP, er meinte man, sein Hobby ist eigentlich ja so, von wegen, sagen nicht jedes Spiel Let's Play ist unser Job nicht getan. Oder gestreamt ist in meinem Fall halt auch jetzt inzwischen mehr, weil ich mehr streame als Let's Play. Und das ist halt auch so, dieses, dass halt wirklich alle nur noch Minecraft Let's Play und COD und immer den neuesten Scheiß und nicht mal variieren und auch nicht mal Spiele zeigen, die es einfach verdient haben, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und Spiele, die man auch wirklich erleben kann. Lass mal den Link von Lee schicken, kann ich ja, warte mal, kann ich eben kurz machen. Such dir mal schnell raus. Ah, dann macht das du, Schätzer. Dann muss ich nicht hier abbrechen. Ich habe das Gefühl, als wäre hier nicht mehr genug Münzen, oder? Cool, thanks. Bitte sehr. Also, das ist halt so eine Sache, wo es halt noch die Awesome Group gab, wo es noch, wo noch Alligator Let's Play hat, wo noch SVRGP hat, auch auf, aufgehört. Sogar im Chat ist das jetzt cool. Hitbox, das finde ich cool. Oh, das kann Hitbox. Ja, das kann anscheinend Hitbox. Das finde ich cool. Das ist echt marginal. Komm ich da hoch? Mal gucken. Ich speichere nicht, dass ich sterbe bei dem Versuch. Ach, scheiß auf das extra Leben. Er braucht schon Leben. Ich habe das Gefühl, als würden wir nicht mehr die benötigten Münzen zusammenbekommen, Leute. Wenn dann, wenn ich dann wirklich nur ein paar Münzen, nein, pff, Alter, ist doch knapp, ein paar Münzen hier fehlen, dann kriege ich einen Raster, ey, ganz ehrlich, dann würde ich hier alles voll, dann schmeiße ich meine Karriere hin und dann schmeiße ich das Stream hin und das jetzt Play und dann werde ich alles zerstören und dann, wie das Akro Kitty, dann werde ich hier, jetzt geht's los, ja. Oh Mann, wie dumm, einfach nur dumm. Also Sarah ist doch eine Gruppe, die Awesome Group, das gibt's glaube ich heutzutage gar nicht mehr. Das sind doch genug Münzen, echt. Werden wir sehen. Ich habe immer so ein Problem, Sachen abzuschätzen irgendwie. Also, so eine Gruppe, die Awesome Group von Sushimaru, die gibt's glaube ich gar nicht mehr. Also so wirklich, die wirklich fest zusammenhält und sich gegenseitig supportet und miteinander spielt und weiß ich was. Am ehesten sind da wohl eigentlich noch nicht so ganz unsere Gruppe hier, die Alternate Gamers. Würde ich ja so ein bisschen in die Richtung tendieren, das zu sagen. 2 Sekunden nachdem ich es gesagt habe. Ja, gut. Es gibt auch so Sachen wie ohne Sinn. Es gibt auch so Sachen. Teilweise Leute, die wir drin hatten, oh, jetzt bin ich aus dem Tisch gekommen, mit der Hand, die meinten, es interessiert mich nicht, was ihr labert. Das ist alles uninteressant, blablabla. Die in der Skype-Gruppe dann rausgehen und